Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar geht es um die BA218, die V160, die Lollo. Ja, die komplette Reinigung der Loks. Und dann bekommen sie 5-polige Motoren und sie bekommen digital Platinen eingebaut von Velmo. Das sind ja diese Luxusplatinen da. Ja. Hier sehen wir den 3-poligen Motor noch drin, der soll raus, die Platine ist oben schon raus, die sehen wir jetzt hier, die obere, das ist die alte Platine, die Analog-Platine. Die fliegt also raus, die brauchen wir nicht mehr im Anschluss und stattdessen kommt die Digital-Platine von Velmo hier im Vordergrund zu sehen. Und ja, was soll ich sagen, die beiden Loks, die V160 und die BA218, sind beide, sag mal, baugleich. Die sind vom Aufbau, vom inneren Aufbau, aber auch von den Ersatzteilen her identisch. Und deswegen zeige ich natürlich jetzt nur eine der beiden Loks und nicht zwei, weil stehen zwar die V160 und BA218 drin. Und wenn ich das Gehäuse im Hintergrund wegräume, dann weiß sowieso kein Mensch mehr, was ich gerade hier mache. Man erkennt es natürlich ein bisschen an dem in den Fahrwerk unten, aber es ist identisch. Also wie gesagt, völlig egal, für welche Lok du dich gerade interessierst. Es geht um beide gleichzeitig. Hier rechts sehen wir übrigens die beiden Motoren, den ich gerade rausgenommen habe, den 3-Poler und den 5-Poler. Hier sieht man auch sehr, sehr schön den Unterschied, das heißt die Wicklung, die 5-Wicklungen und die 3-Wicklungen. Aber das brauche ich ja wahrscheinlich keinen zu erklären, das wissen ja die meisten selber schon. Und ich, warum mache ich das Video eigentlich? Ich mache es, um Leuten zu zeigen, viele haben Respekt davor. Die sagen einfach, ach nee, viel Kleinkram mache ich nicht selber, oder vielleicht überlegen sie auch eine Spur Z sich zuzulegen oder zu bauen und sagen, ach, das ist mir alles zu klein und fummelig und bla. Es ist klein, es ist fummelig, aber es ist durchaus relativ leicht zu bewerkstelligen. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt hier, so dass man sieht, wie man mit den kleinen Loks umgeht, wie man da umbaut, weil auch für die Menschen, die jetzt überlegen, mache ich denn digital in meine Anlage rein. Für die ist das ja genauso interessant. Die sagen sich, wie baue ich denn die eigentlich um? Wobei das bei diesen Loks relativ einfach ist, hier durch den Tausch des Decoders. Während bei anderen Zügen, ich bringe dir demnächst mal noch ein Video raus, habe ich ja schon versprochen, in einem anderen Video wiederum, dass ich den Schienenreinigungs-Lok-Wagen-Dingens-Bus digitalisiert habe. Und da warte ich eigentlich nur auf den Motor, den ich in Kanada bestellt habe, den ich wahrscheinlich nie bekommen werde, weil die Firma existiert nämlich plötzlich nicht mehr. Ist eine andere Geschichte, werde ich wahrscheinlich erzählen, wenn ich dann mal über die Lok berichte, wenn sie dann fertig ist. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Aber das mal nur dazu. Hierum ging es gerade bei den Drehgestellen, was wir hier sehen. Hier habe ich jetzt ein komplettes Drehgestell, übrigens in meinem Ultraschallbad drin, weil es ist so, viele Teile an den Loks werden mit Plastiknippeln oder Plastikhaken festgemacht irgendwo. Und je öfter man die auf und zu macht, umso leichter gehen sie kaputt. Und ich persönlich bin ja der Meinung, man muss nicht jedes bisschen immer auseinanderbauen, wenn die Lok einfach nur mal eine kleine Wartung kriegen soll, wenn die ein bisschen unrund läuft, wenn die vielleicht ein bisschen Kontaktprobleme hat oder was auch immer die hat. Muss nicht die gesamte Lok ins Detail zerlegt werden und schon gar nicht die Drehgestelle unten drunter. Sind die natürlich versifft, das heißt, sind die sehr fettig, sehr ölreich gelaufen da unten, weil man es vielleicht ein bisschen übertrieben hat mit dem Öl, weil ja, viel Öl ist ja nicht immer gut, aber manch einer macht das ganz gerne. Dann sammeln die natürlich den Dreck komplett unten ein und dann muss man das immer auseinanderbauen, ansonsten verhärtet nämlich das Öl überall und dann läuft die Lok immer schlechter oder es schleifen sich irgendwelche Sachen ein, dass vielleicht die kleinen Achsen darunter nicht mehr richtig laufen. Also da kann man es schon machen, aber ansonsten kann man durchaus das Drehgestell zusammenlassen und da reinwerfen, dann macht man einfach mehr Alkohol ins Wasser. Und der Alkohol, logisch, der löst das Fett ab. Und dann kann man da ganz gut arbeiten. Man kann da sowieso alles reinfeuern in dieses Ultraschall, außer natürlich die Decoder-Platine und das Plastikgehäuse. Das sollte man da nicht reinmachen, sonst ist die Lok noch irgendwann farblos und die Platine sowieso kaputt. Aber selbst der Motor, der kann ja mit rein, ja? Man muss es bloß ordentlich trocken machen im Anschluss und auch nicht übertreiben. Man muss ja nicht dreimal das Wasserbad nacheinander laufen lassen.
einmal reicht zu dieser vorgegebenen Minuten. Ich meine, ich habe hier ein ganz einfaches Gerät, ich drücke da nur auf den Startknopf und dann läuft das ab und dann war's das. Da kann man nicht hier irgendwelche Minuten einstellen bei mir. Das ist ein ganz einfaches Gerät, weiß ich nicht, was das kam, 30 Euro oder so. Und lohnt sich auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall Sinn, weil das kriegst du von Hand gar nicht wirklich hin, das funktioniert. Aber wie gesagt, das Drehgestell rein, ein Tropfen Fit oder ein anderes Spüli reingemacht. Dann hat man auch die Oberflächenspannung nicht drauf und dann fallen die kleinen Teile schön nach unten und dann gibt es keine großartigen Probleme dabei. Ja, hier habe ich mal alles so ein bisschen ordentlich nebeneinander gelegt. Ich packe es normalerweise auf Küchenpapier. Ja, das nimmt die Feuchtigkeit besser auf. Hier für die Aufnahme habe ich mal einen normalen weißen Untergrund genommen, Papier. Das ist jetzt nicht so pralle, sage ich jetzt mal so einfach. Wir sehen es nämlich jetzt hier gerade, wenn ich hier vorne mit dem Airbrush arbeite, die zwei Schrauben, die da gleich direkt bewegen sich schon. Die nehmen natürlich den Wind oder die Luft von dem Airbrush-Pistole auf und im schlimmsten Fall fliegen hier ganz einfach die ganzen Schräubchen und Zahnräder durch die Gegend. Und das ist unlustig, weil ich habe zum Beispiel bei mir hier im Zimmer eine Auslegware drunter und wenn da ein Zahnrad runterfliegt oder eine kleine Feder von der Kupplung oder irgendwas anderes, ja, ich möchte nicht wissen, wie viele kleine Schrauben ich hier schon liegen habe und wie viele Federn hier irgendwo rumliegen. Ja, und deswegen empfehle ich immer Küchenpapier runter zu machen und das Ganze vielleicht dann sogar noch in diese Magnetschale, in die Magnetschale zu legen. Komme ich gleich noch zu, weil da liegt das alles viel besser drin. Ja, ich habe das in dem Video mit der BA216 damals schon gemacht, da sieht man es auch, da habe ich auch die kleinen Drähte übrigens, die Federdrähte 0,4 mm drin, wo man auch mal ein bisschen bohren kann, wenn irgendwo was zu stochern oder zu pieksen ist. Hier sieht man es, da habe ich sie reingeblendet. Diese ganz einfachen Magnetschalen kriegt man in der Kaufhalle zu kaufen, wenn die Aktionen sind oder jeden Baumarkt. Macht wirklich Sinn. Fliegt nichts durch die Gegend. Oder auch wenn ich was baue, dann habe ich oft auf meinem Arbeitsplatz ein Stückchen Küchenpapier liegen, so ein Abschnitt, so ein Quadrat und obendrauf nochmal die Magnetschale. Das heißt, wenn mir da irgendwas runterfällt, dann fällt es im günstigsten Fall in die Magnetschale und fliegt nicht sonst wohin. Fällt es daneben, liegt es im Küchenpapier drin. Ja, da fliegt es auch nicht gleich sonst wohin. Weil, wie gesagt, die kleinen Schrauben, wenn man die nachkauft, oh, ich habe neulich bei eBay geguckt, sündhaft teuer, 4 Schrauben teilweise, 10 Euro, so eine kleine 1,4 oder 1,2, 10 Euro. Für 4 Schrauben, der eine wollte noch mehr haben, wo ich sage, Mensch Leute, bleibt doch mal auf dem Boden ein bisschen. Aber ja, wenn man es braucht oder wenn man es durch die Gegend geschossen hat, was willst du machen, ne? Und da kommst du manchmal, wenn du das einzeln aufrechnest, kommst du billiger, wenn du eine gebrauchte Lok, eine kaputte Lok kaufst bei eBay oder sowas und behältst die Einzelteile. Ist doch egal, ob die Lok noch geht oder nicht, wenn du die Einzelteile brauchst, dann ist doch gut. Aber okay, mal dazu, ich habe sowas auch noch nicht gemacht, aber vielleicht sollte man es mal machen. Ja, hier baue ich jetzt das Ganze wieder zusammen. Das macht sich natürlich am leichtesten. Wir sehen jetzt hier die Formelei ein bisschen mit den Stromschleifern da innen drin. Die liegen ja von innen an dem in den Rädern auf hier. Und das macht sich ganz gut, wenn man dieses Unterteil schon aufsetzt. So ein bisschen zusammensteckt jetzt hier alles. Hier hatte ich mit der Feder schon übrigens zu tun. Mir ist ja die Feder rausgeflogen. Ich habe die am Anfang drin gelassen, die beim Ultraschallbad ja noch zu sehen. Und, aber sie war noch drin, ja, sie stark danach, wo sie jetzt gerade ist. Das heißt, ich brauchte jetzt in Anführungsstrichen nur noch die Kupplung wieder ranzustecken und gut ist. Hätte auch weg sein können, das wäre auch typisch gewesen. Aber gut, die Federn habe ich noch zu genug liegen. Ja, und jetzt macht es sich leicht, wenn wir die Schale jetzt, das was ich hier zeige, schon draufsetzen. Da sind drüben rechts so eine kleine, ja hier sieht man es ganz gut, so zum Draufschieben, also von rechts nach links, also von der Außenseite nach innen schieben. Und dann sitzt das schon. Und richtig einfach, wenn man noch nicht die Schleifer dran hat, kann man in diesem Zustand, wenn man es hinten noch nicht eingeklipst hatte, ganz gut noch diese Schleifer reinsetzen im geschlossenen oder im halbgeschlossenen Zustand. Da fliegen einem die Federn nicht mehr weg. Oder besser gesagt auch die Räder und alles, ne? Das macht sich also ganz gut. Und ja, jetzt setze ich das hier übrigens schon zusammen. Jetzt sind wir mit dem Unterbau bald fertig, weil das eine Drehgestell war ja zusammen. Hier habe ich es reingesetzt und da das andere noch dazu. Und jetzt kommt die
Achse dadurch, also das größere Zahnrad, da hinten links liegen sie ja übrigens, hier kommt das rein. Jetzt setze ich hier von oben das Zahnrädchen rein. Da sieht auch da sehr, sehr schön, was da für ein Dreckfleck auf dem Papier hinterblieben ist. Da links oben. Das waren die Zahnräder. Das heißt, sie haben wirklich so eine Ölreste dran gehabt, dass die ja so einen Flecken hinterlassen haben. Weil diese Lok hier übrigens, die wir gerade sehen, die habe ich mir erst gekauft gebraucht. Das war also die Grundreinigung, die ich hier gemacht habe. Ich habe probiert, ob sie läuft. Auf meinem Testkreis per Analog lief. Also sie lief gut. Aber ja, für den verdreckten Zustand lief sie gut, kann man nicht sagen. War geölt bis wie so eine Öserdienbüchse. Aber das ist sauber geworden und auch das zusammengebliebene Drehgestell auch sauber geworden. Also super, also hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also sie war nicht wirklich unbedingt verdreckt, sie war einfach nur verölt. Und Reste drin und dann halt verharzt, sagt man. Aber okay. Ja, wie gesagt, das Zahnrad, hier ziehe ich es gleich nochmal raus, das setzt man am besten in diesen Zustand schon rein, dann dieses Gestell drüber ziehen und die Achse rein, das geht super einfach, geht wirklich gut, das ist kein Fummelkram, das ist gar nichts, na klar braucht man seine Kreuzpinzette hier, um vernünftig arbeiten zu können, aber das ist ja auch kein Problem, kann man ja machen und jetzt geht dies wirklich, man sucht das kleine Loch von dem Zahnrad, drückt das leicht rein, zack, erledigt der Fall. Kein Fummelkram, kein nix. Also ich kann ja wirklich Menschen, die jetzt sagen, bah, für mich kommt nur die H0 in Frage oder wie auch immer. Nein, geht genauso gut. Man kommt mit der Technik super zurecht. Klar braucht man für viele Sachen mal eine Lupe, die habe ich ja auch auf meinem Arbeitsplatz hier. Aber warum denn nicht? Ist doch überhaupt kein Problem. Ja, man kann doch mal durchgucken. Aber ansonsten geht das wirklich super. Also ich kann jedem empfehlen, macht das. Wenn ihr den Platz nicht habt, macht euch eine Spur Z. Ihr habt wesentlich mehr Freude dran. Ihr könnt da ganz gut mit spielen oder aufbauen. Die meisten Modellbahner spielen ja weniger, die bauen ja mehr. Und kein Problem. Hier sehen wir übrigens diese Antriebseinheiten, die dann runtergehen auf die Drehgestelle. Da habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Wenn man das fertig hat, wenn man die noch nicht drin hat, immer mal die Lok so hin und her schieben. Gucken, ob die Zahnräder sich drehen, bevor man die Schneckenräder aufsetzt. Da merkt man am ehesten, ob da irgendwas schon hakt, ob ein Zahnrad kaputt ist oder irgendwas anderes. Also wie gesagt, bevor man die seitlichen Schneckenräder, die ich jetzt gerade vorher draufgesetzt habe, mal die Lok einfach auf so einer Schneidunterlage, die so ein bisschen Gummi artig ist, hin und her schieben, ob die Zahnräder alle schön smooth laufen. So, jetzt kommt hier schon die Schräubchen ran. Vorne rechts eine kurze und hinten links von hier aus gesehen eine kurze Schraube jeweils. Die verbinden also jetzt im Grunde genommen die Abdeckplatte unten mit dem Rahmen sozusagen. Das wird festgeschraubt. Schraubendreher, einen ganz kleinen braucht man, ist klar, kommt man nicht drum rum. Kauft man sich ein Vernünftchen. Da gibt es ja auch diese Handy Schraubendreher-Sets oder sowas, ne? Die sind auch super geeignet, habe ich auch hier eins liegen auf meinem Werkbank. Aber ich habe diesen Schraubendreher, den nehme ich schon immer hier, den ich an der Hand halte. Das ist halt der beste für mich. So, jetzt kommen wir auf die Velmo-Platine. Hier sehen wir übrigens die beiden Kupferstreifen da, wo ich jetzt hinzeige. Mir fehlt gleich ein Stückchen von Video, da habe ich außerhalb der Kamera gearbeitet, deswegen ist sie jetzt drauf, das habe ich rausgeschnitten. Das braucht sich keiner angucken, wie man da nur eine Hand sieht, ohne irgendwas. Die beiden Kupferstreifen, die wir da in der Mitte gesehen haben, die werden zurückgebogen. Die bleiben nicht so, wie sie nach vorne standen, sondern die müssen zurückgebogen werden. Und dann leicht nach unten stehen lassen, sodass die, wenn man die Platine jetzt hier raufschraubt, so einen leichten Federeffekt noch haben. Und dann auf den Kontakten des Motors, da ist ja der fünfpolige Motor jetzt drin, der schwarze. Und dass der dann oben aufsteht. Man sieht es jetzt hier von der Seite, das habe ich dann noch gezeigt, weil da sieht man es oben, wie die Federn, da wo ich hinzeige, wie die Federn zurückgehen in Richtung Motor hinten da und dass die unten aufliegen. Ansonsten machst du nämlich hier auf der Bahn eine Testfahrt und nicht funktioniert, weil die Kontakte nicht aufliegen. Da wirklich gucken. Die müssen auch nicht unbedingt parallel liegen. Manchmal habe ich auch gehabt schon, dass die ganz leicht nach außen gedrückt werden müssen, weil das, der muss eben da drauf liegen. So, jetzt haben wir es aufgegleist jetzt hier, die kleine Lok. Das ist die 218. Jetzt programmiere ich meine Lokmaus. Da drücke ich P und Sternchen gleichzeitig, dann bin ich im Programmiermodus drin. Gebe jetzt meinen Befehl, dass ich gerne den Kanal 11 damit belegen möchte. Drücke P, um das zu bestätigen. Das wird einprogrammiert. Die Lok, die ruckt ganz leicht, man sieht es am Motor ein bisschen. Da wird die erkannt. Und jetzt gehe ich in meinen Kanal 11. Jetzt lassen wir sie einmal in die eine Richtung fahren. Funktioniert. Ich weiß es, ich habe ja das Video gemacht.
und dann in die andere Richtung funktioniert. Super. Also ich muss echt sagen, klar, hier fehlt jetzt noch der Tropfen Öl unten drin. Und das merkt man so ein kleines bisschen, dass ich so ein bisschen, naja, es fehlt halt ein Tropfen Öl. Aber wie gesagt, das alles im grünen Bereich, sobald ich das Öl reinmache, läuft die Lok ganz, ganz sauber. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Bei den moderneren Loks ist das Licht oben mit diesen Blitzen, mit diesem Kabelchen da verlegt, weil die haben den Strom direkt auf der Platine oben früher abgenommen. Das brauchen wir nicht mehr. Da wird mir nämlich jetzt auf diese Platinen, auf die kleinen elektronischen Bauteile aufstippen da oben. Und das geht natürlich nicht. Deswegen müssen die raus. Da braucht man auch kein Isolierband drauf zu kleben. Ich sag mal, wer sich jetzt die Lok auf digital umrüstet, weil er eine digitale Anlage haben möchte oder hat, der wird das nie wieder auf analog zurückbauen. Ja, und deswegen raus mit den Kabeln da oben, die stören nur. Da kann man dann lieber ein Gewicht nach einbringen, die Loks oder irgend sowas in der Art. Ja, hier kann man ja schön an den Loks, wenn wir uns mal die hier unten angucken, die gerade die zweite hinten, die ich gebaut habe, da gehen links und rechts unter diesen Kupferbahnen, da kann man schön noch Bleikügelchen drunter kleben oder packen oder was auch immer. Man kann da Gewicht reinbringen und das brauchen die Loks auch noch, weil die brauchen Traktion. Gerade wenn man ein bisschen Steigung hat auf der Anlage oder wenn man viele Waggons anhängen möchte oder wenn man die Waggons beleuchten möchte und dann eben die Schleifer dran macht, dann brauchen die Loks Traktion vorne. Ja, das ist relativ einfach. Dann kamen die beiden Kontakte, mussten gebogen werden, so ein kleines bisschen. Ich habe es ja jetzt hier, da sieht man sie, die müssen einfach nur angepasst werden, so dass die Kupferfähnchen im Grunde genommen an den, wo man das vorher abgeschnitten hat, da müssen die dran schleifen, so dass die praktisch den Strom auf die kleinen Platinen geben dann drauf. Da stellt man mit so einer kleinen Zange oder hier in dem Fall, kleine Zange, Quatsch, mit der Pinzette stellt man das bisschen ein, gibt ein bisschen Druck drauf, auch hier gucken, bisschen links und rechts, so dass es eben anliegt da drauf. Ja, nicht pur stur parallel die Kupferlinsen, sondern wirklich gucken, man kann also ein bisschen reinlinsen. Ja, das war's. Die Lok ist fertig. Die ist digitalisiert. Die hat einen 5-poligen Motor. Hier sehen wir das Licht, Fernlicht, Ablendlicht, Licht. Dann hier das Rücklicht. Die roten Lichter funktionieren. Und das Ganze auch noch am Fahren. Hier habe ich sie übrigens noch nicht geölt. Die Lok, man sieht es ein kleines bisschen, wer es weiß oder wer sieht, dass die ein kleines bisschen einen Ruckel drin hat. Aber die läuft super, die Lok. Die läuft ganz, ganz langsam. Die kann wirklich im Kriechgang fahren. Mit dem Öl jetzt besser, ein bisschen smoother dann. Ne? Das ist aber wie gesagt, wenn man das hier sieht, wie schön langsam die fahren können. Ich kann die mit dem Digital-Maus-Dings da. Ach, das geht. Ach, ich kann es jedem empfehlen. Macht euch eine Spur Z auf digital. Das macht einfach Spaß. Und ich denke mal, das wollte ich damit auch erreichen. Ich wollte zeigen, wie es einfach geht, wie man es machen kann. Es soll eine kleine Anleitung sein, wer sich nicht rantraut. Es soll aber auch ein Anregungsvideo sein. Wen es interessiert, natürlich. Ich weiß es ja nicht. Einfach den Schritt mal zu gehen. Es ist wirklich toll. Und unsere Lollo, da ist er, funktioniert auch. Die habe ich mittlerweile auch fertig gemacht. Deswegen habe ich sie auch noch gezeigt. Und das. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du das Video angeguckt hast. Bist du doch kein Abonnent? Wär's doch. Ich bringe immer neue Videos raus. Ich freue mich immer, wenn sich Menschen für meine Arbeit oder für mein Hobby interessieren. Und dann sage ich, mach's schön gut erstmal den Aquapainter aka Uli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.